Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Einsteigerguides von Sekiro Shadows Die Twice. Die erste Hälfte des Zenpo-Tempels ist gemeistert. Wir sind dem Berggipfel schon sehr, sehr nahe gekommen. Es ist nicht mehr weit bis zum Boss dieses Gebiets, aber wir haben noch durchaus einiges an Arbeit vor uns. Das erste ist gleich hier dieser neue Tempelbereich, wo man jetzt schon sieht, wow, hier stehen einige Gegner. Direkt über meinem Kopf sind gleich zwei, da oben stehen auch zwei. An diesem Gebäude dahinter versteckt sich auch noch jemand und da unten patrouillieren auch noch sogar Wölfe. Also hier ist einiges zu tun und wir können dieses Gebiet tatsächlich angehen, ohne auch nur einen Gegner auf uns aufmerksam zu machen. Und das sollten wir auch tun. Fühlen wir uns einmal mehr wie ein echtes Shinobi. Erst einmal springen wir aufs Dach und sammeln dieses Item ein. Schon wieder ein Nest auf einem Dach, was könnte das sein? Zur Abwechslung mal ein Keramiksplitter und kein kleiner Geldbeutel, ich bin begeistert. Dann schnappt euch die Wurfsterne in eurem Prothesenmodul, denn auch hier warten schon die ersten Wölfe, die ihr völlig gefahrlos von hier oben platt machen könnt. Da sind schon die nächsten. Aber das waren nicht alle. Direkt unter euch ist auch noch ein vierter Wolf und der rennt gleich zu seinen gerade gefallenen Kumpanen, um gleich mit erwischt zu werden. Dann gibt es hier einen sehr, sehr schönen Tümpel. Richtig schön malerisch mit diesem Wasserfall. Und da unten warten gleich zwei Schatzkarpfen. Falls ihr euch erinnert, jedes Mal, wenn man einen Schatzkarpfen bezwingt, bekommt man eine Schatzkarpfenschuppe. Und fürs Endgame ist diese Währung elementar wichtig. Deswegen nehmen wir jeden Fisch mit, den wir kriegen können. Und verarbeiten die mal zu Sushi. Schatzkarpfenschuppe Nummer 1. Und bevor er uns bemerkt, gleich hinstoßen und umhauen. Schatzkarpfenschuppe Nummer 2. Dann gibt es hier einen Greifhakenpunkt, an dem wir uns hochschwingen können, um diesen Innenhof, den wir gerade von oben betrachtet haben, mal so ein bisschen zu umkreisen. Und jetzt bitte ganz langsam auf Samtpfoten gehen, die Handvoll Asche einsammeln. Beachtet schon mal diesen Mönch hier links, der da steht und ich absolut nicht weiß, was er da tut. Aber hier ist noch einer. Umhauen. Und dann sehr schnell wieder ums Eck. Denn der Bursche da oben kann euch sehr schnell entdecken. Klar, er schaut in eure Richtung. Deswegen bitte Vorsicht walten lassen und sofort wieder abhauen. Dann der nächste Bub hier. Und freundlicherweise hat uns From Software hier so einen kleinen Felsbrocken hingestellt, damit wir hier ganz behende hochspringen können, um alle Gegner quasi hinterrücks angreifen zu können. Aber erstmal bitte nicht vergessen, hier hinten liegt noch ein Item. Keramiksplitter, einmal mehr. Die brauchen wir allerdings wirklich nicht. Ihr werdet schon bemerkt haben, ich habe die Dinger noch nie eingesetzt und ich sehe auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel Verwendungszweck. Ihr dürft mich gern in den Kommentaren darauf hinweisen, ob ihr und in welchen Situationen ihr Keramiksplitter einsetzt. Für mich haben die Dinger einfach tatsächlich nicht wirklich einen Sinn. So. Also, vier Gegner auf einem Haufen. Eine nach dem anderen einfach hinten anschleichen. Die Mönche hier, die hier oben stehen, die sehen ein kleines bisschen anders aus. Die mit diesen, ja, Schals um die Köpfe herum. Wenn die auf euch aufmerksam werden, dann schmeißen sie Brandbomben, die tatsächlich homing sind. Also die sogar zielführend sind und auf euch zufliegen und sogar um Ecken herum verfolgen. Die sind nicht sonderlich gefährlich. Und auch wenn ihr sie im Nahkampf bekämpft, die haben noch weniger Haltung als ihre kickboxenden Kollegen da unten. Also wirklich keine allzu große Herausforderung. Trotzdem solltet ihr darauf achten, hier wirklich einen nach dem anderen platt zu machen. Weil wenn sie dann alle Alarm schlagen, wird es dann doch ein bisschen gefährlich. So. Und der letzte. Und dann ist Ruhe hier. Wunderbar. Jetzt gibt es hier noch weitere Wölfe, wie angekündigt. Die sind ganz gut getarnt. Da hinten steht schon einer. Und das ist nicht der einzige. Auch hier einfach die Gunst nutzen und mit Wurfsternen platt machen. Da kommt der nächste angerannt. Keine Chance für ihn. Gokans Konfekt für Haltung findet man relativ selten. Und hier liegen überall verkohlte oder sehr stark verdörrte Leichen. Das ist echt ein trauriges Bild. Das sieht aus wie eine kleine Familie. Was hier passiert ist, eine sehr gute Frage jedenfalls, weist das auf Gefahren hin.
Und zwar hier, schaut mal, wer über meinem Kopf hängt. Die Affen kennen wir schon aus der Ashina-Burg, nämlich in dem kleinen Wäldchen Richtung Schlangentempel. Und hier feiern sie ihr Wiedersehen. Sie sind allerdings nach wie vor nicht allzu gefährlich und können ebenso wie die Wölfe durch einen gezielten Wurfsternwurf platt gemacht werden. Wir haben ja genug Geisterembleme, also nutzt sie hier, um die Typen einfach so abzuknallen, buchstäblich. Hier oben auf dem Vorsprung warten schon die nächsten. Achtung. Da, markieren, noch bevor sie die Chance haben, euch irgendwie ans Leder zu gehen. Na, der war schneller, sehr schön, immerhin. Aber auch im Nahkampf keine allzu große Gefahr. Da unten ist der letzte Affe, allerdings wird er begleitet von seinem, ich würde jetzt mal sagen, Herrchen. Und das ist schon eine ganz andere Hausnummer, nämlich wir haben es hier mal wieder mit einem Oger zu tun. Deswegen lockt den Affen hierher, bezwingt ihn und wartet, bis der Oger wieder seine Lust an euch verloren hat und zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt. Denn wir haben tatsächlich die Gelegenheit, ihn auch hinterrücks platt zu machen, ohne ihn irgendwie direkt im offenen Kampf bezwingen zu müssen. Dafür einfach nur ein kleines bisschen Geduld mitbringen. Und schon kann es losgehen. Und hier gibt es echt viele, viele Items einzusammeln. Von ihm haben wir sogar 2 Eisenschrott bekommen. Ein super Drop, ganz ehrlich. Also Upgrade-Material zu bekommen ist natürlich echt immer ganz, ganz toll. Mibubala Galant des Geistes. Noch einer. Hier eine Kaki. Mal wieder unser super Haltungsfruit. Das ist echt Superfood, könnte man fast schon sagen. 2 Geisterembleme, die wir verballert haben. Hier unten. Noch ein Item. Schwerer Geldbeutel, 500 Zen. Und hier noch eins. Mibubala des Geistes. Also wer Geisterembleme farmen will, findet hier halt 3 super Consumables. Auch hierfür, das habe ich schon immer mal wieder erwähnt, habe ich nie Verwendung gefunden. Auch nicht in späteren New Game Modes, wo ich häufiger mit Prothesenmodulen arbeite. Ich hatte nie das Bedürfnis, Geisterembleme farmen zu müssen, weil sie mir nie ausgegangen sind. Wir können ja mal kurz ins Inventar schauen. Ganz rechts unten, ich habe 187 Stück aktuell. Gut, ich habe jetzt tatsächlich, falls ihr es beobachtet habt, nicht so viele Prothesenmodule eingesetzt in den letzten Episoden. Nichtsdestotrotz, man müsste schon sehr damit verschwenderisch umgehen, dass sie einem wirklich ausgehen. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, den weiteren Abschnitt hier anzugehen. Es ist kein falscher Weg dabei. Ich wähle jetzt einfach einen speziellen Weg und ihr könnt selber entscheiden, ob der für euch richtig ist oder nicht, weil es hier tatsächlich keine richtige oder falsche Entscheidung gibt. Nämlich erstmal diesen großen Tempel buchstäblich links liegen zu lassen und diesen kleinen Seitenbereich zu erkunden. Hüpft hier aufs Dach, geht eine Etage tiefer. Und dann findet ihr hier eine Dachluke, auf die man sich runterschwingen kann. Und hier finden wir mal wieder diese komischen, krabbelnden Tausendfüßler-Viecher mit ihren Klauen. Und hier solltet ihr erstmal die beiden auf dem Balken platt machen, weil die erstmal noch gar nicht auf euch aufmerksam geworden sind, was ganz praktisch ist. Das Problem an diesen kleinen Viechern: es gibt auch ein großes Vieh und das steht da unten. Und das ist der Miniboss in diesem Bereich des Zenpu-Tempels. Das ist allerdings, möchte ich sagen, wenn man weiß, wie es funktioniert, der mit Abstand einfachste Miniboss des Spiels. Aber erst einmal müssen wir seine kleinen Minions umhauen. Durch Drop-Attacks und schnelle Schwerthiebe. Und jetzt passt auf, er hat eine Combo, eine einzige. Diese Schläge führt er aus und macht das immer wieder. Und jetzt hat er halt meine Haltung durchbrochen. Das ist mal wieder ein Paradebeispiel. Ich zeig's euch nochmal.
Ja, jetzt komm. Wenn ich gleichzeitig reden und erklären will. Also, Moment. Ihr seht schon, er macht genau immer nur diesen einen Move. Diese 7 bis 8 Schläge. Und die könnt ihr allesamt gut parieren. Dann springt er meist nach hinten und macht einen Stoßangriff. Springen, auf den Kopf, ein, zwei Hiebe und wieder dasselbe Spiel von vorn. Und so einfach dieses Spiel immer und immer wiederholen. Diese Combo macht er manchmal nicht komplett, sondern haut schon nach zwei Schlägen seinen Swipe-Angriff, wobei ihr dann ganz schnell reagieren müsst und nach hinten springen müsst. Und ihr seht, wenn man nicht gleichzeitig kämpft und redet, dann ist dieses Vieh wirklich super einfach. Wir bekommen von ihm gelbes Schießpulver, also Next Level Upgrade Material, ganz, ganz toller Fund. Wir bekommen eine Gebetsperle, typisch für einen Miniboss, auch das nehmen wir sehr gerne an. Ordentliche Erfahrungspunkte und sind hier in einem Raum, der tatsächlich Upgrade Heaven ist. Also hier liegen ein paar ganz, ganz tolle Materialien. Zum einen, ja, okay, ein Konfekt. Und hier eben schwarzes Schießpulver und auch nicht unwichtig, nochmal schwarzes Schießpulver. Ich hatte in Erinnerung, dass da noch anderes Upgrade-Material liegt, aber das nehmen wir auch sehr gerne. Ich heile mich jetzt nicht auf. Ihr seht, ich habe nur noch ein Drittel Leben. Das mache ich aus dem Grund nicht, weil ich euch mal diese ganz tolle passive Fertigkeit zeigen will, die wir ja zuletzt mal ausgebaut haben, nämlich dass wir durch Todesstöße Leben wieder regenerieren. Und hier haben wir gerade zwei herrliche Freiwillige, die uns dieses Feature mal zeigen können. Raufspringen und schaut mal links unten. Ach Gott, wir haben es ja noch gar nicht gelernt. Das wollten wir ja noch. Gut, machen wir das nächste Mal. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank genug Fertigkeitenpunkte, um dieses Talent zu erlernen. 5 brauchten wir, jetzt haben wir 6. Super. Ach, da bin ich schon ein bisschen zu früh gewesen. Ah, das tut mir leid, dass ich euch die Überraschung ein bisschen verdorben habe. Aber ey, Vorfreude ist die schönste Freude. Wer diesen Spruch erfunden hat, der gehört erschossen, ganz ehrlich. Gut, hinten raus, aus dem Tempel raus, laufen wir hier die Treppe hoch. Bitte aktiviert wieder eure Wurfsterne, denn wir werden sie jetzt nochmal in großem Stil benötigen. Denn hier gibt es nochmal ein ganzes Rudel voller Wölfe, die ihr mit einem regelrechten Dauerfeuer platt machen könnt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und Nummer 7. Plus eine Giftechse. Die könnt ihr einfach so platt machen. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, das war jetzt gerade das Gebäude mit dem Miniboss da drin und rechts hinter diesem Felsen ist ja dieser große Tempel. Bitte nicht vergessen, ich habe ihn nicht vergessen. Wir werden dahin tatsächlich zurückkehren. Wir werden dann diesen kleinen Bogen machen dorthin, um nochmal vorher ein paar Dinge einzusammeln und für Ruhe zu sorgen. Hier werden jetzt wieder ein paar Mönche patrouillieren und auch hier, wenn ihr das von dieser Seite aus angeht, deswegen gehe ich diesen Weg, könnt ihr die Burschen wieder von hinten attackieren. Tolle Sache. Geht wieder zurück und wartet kurz, bis die beiden vorbeigespaziert sind. Denn auch die lassen sich ohne Konfrontation umhauen. Bei denen hier müsst ihr euch beeilen. Denn er lockt euch hier an diesen Felsen hoch und hinter diesem Felsen steht ein weiterer Oger. Und den im offenen Kampf zu bezwingen mit den Mönchen hier, keine gute Idee. Und ich erwähne einmal mehr, falls ihr Konfekte farmen wollt, sind die Mönche das Ziel Nummer 1, weil die Typen das droppen bis zum Abwinken. Hier oben bei diesem Leuchtfeuer wartet eine Handvoll Asche. Und nun können wir uns, bevor es weiter den Berg rauf geht, erst nochmal ein Stück nach unten bewegen zu dem großen Tempel. Hier ist es mal wieder wichtig, Garchins Konfekt zu aktivieren. Denn auf den Dächern, ihr seht es schon links an diesem Dachrand, patrouillieren diese Rattenattentäter. Und auch im Innenhof gibt es jede Menge von diesen Viechern. Und hier sollten wir es einfach mal wieder ausnutzen, dass auch wir uns wie ein Attentäter verhalten können, uns unsichtbar machen, also weitgehend unsichtbar, um dann hier mal ein bisschen für Ruhe zu sorgen. Denn hier sieht man mal wieder, die Burschen sind ganz schön unaufmerksam. Wartet, bis der Patrouillierende umdreht, weil das ist zu nah
ihr würdet garantiert gehört werden, wenn ihr jetzt einen von denen angreift. Und eventuell habe ich jetzt auch ein Gärchens Konfekt vergeudet, weil ich jetzt hier warten muss und die Wirkung verpufft. Aber so ist es halt, wenn das Timing der Circles nicht ganz passt. Du hast keine Lust, oder? Na denn. Ja, das haben sie gehört. Okay. Dann bekämpfen sie mal also klassisch. Immer auf den Hut springen, wenn sie euch angreifen. Okay, das war tatsächlich zu viel des Guten. Genickbruch. Das ist der Grund, warum man hier tatsächlich schleichend vorgehen sollte. Weil die Burschen halt einfach in der Gruppe fatal sind. Wir fliehen aufs Dach, denn auch das können sie. So können wir sie ein kleines bisschen trennen voneinander, um sie einzeln zu bekämpfen. Um eventuell auch vielleicht die Aggro bei dem einen oder anderen zu verlieren. Sie haben die Haltung, das heißt, wenn ihr gut gezielt zuschlagt im richtigen Moment. Na, nicht schon wieder ein Genickbruch. Kannst du vergessen. Da, noch einer hier auf dem Dach. Insgesamt sind es ja 4 oder 5 Stück. Einer ist jetzt, glaube ich, hochgesprungen, genau. Sucht mich gerade. Da ist Nummer 2. Die Musik lässt nach, dann werden jetzt auch gleich die Dreiecke verschwinden. Und dann können wir das so angehen, wie wir es eigentlich geplant hatten. Aber so ist es manchmal. Dass das, wie man sich vorstellt, nicht ganz funktioniert. Man muss dann irgendwie ein bisschen adaptieren, improvisieren. Und gucken, wo die beiden jetzt sind. Ah, da ist Nummer 1. Nummer 2 scheint hier über das Dach geflüchtet zu sein. Da ist er. Schaut nach unten. Praktisch. Vergesst nicht nach so einem Kampf die Aufsammeltaste gedrückt zu halten, damit ihr auch wirklich überall alles mitnehmt. Vor allen Dingen Geld. Und Eisenschrott haben wir wieder gefunden. Ganz toll. Wir nutzen es, dass wir noch unsichtbar sind. Ich hätte es sonst nochmal aktivieren müssen, denn hier warten nochmal jede Menge Mönche. Und hier könnt ihr mal wieder eure Ninjutsu-Fertigkeit aktivieren. Den Blutnebel. Nummer 1, machen unsichtbar. 2, unsichtbar. 3, und dann nehmen wir schnell das Item mit. Hauen wieder ab. Fettwachsklumpen, Upgrade-Material der höchsten Stufe oder eines der höchsten Stufen. Und locken diesen Mönch von seinem Tausendfüßler-Dämon-Viech weg, weil nach wie vor können wir diese Burschen da hinten nicht töten. Dafür brauchen wir die sterbliche Klinge. Unsterbliche Klinge. Sterbliche Klinge? Mortal Blade. Gucken wir noch kurz, ob hier ein Item liegt. Nein, alles gut. Dann wieder hoch aufs Dach. Hier weiter und diesen sehr offensichtlich angepinselten Felsen betreten. Aber zuerst wechseln wir ein Prothesenmodul. Wir gehen nämlich zur geladenen Axt. Oder zur federgeladenen Axt. Die ist ein bisschen mächtiger. Weil wir hier oben nämlich den Chefattentäter finden, der einen so großen Hut trägt, dass er als Schild fungiert. Und den können wir nur mit der Axt platt machen. Halt, ich muss das ehrlich auswählen, ne? Der giftet sehr gerne rum. Nutzt die lange Aufladezeit. Ihr müsst sehr früh anfangen. Und hoffen, dass er euch zwischendrin nicht trifft. Weil dann trifft er euch natürlich ohne Deckung und das tut besonders weh. Eine besondere Belohnung gibt es für ihn nicht, aber immerhin ordentlich Cash. Nun sind wir hier wieder am Pfad, der zum Berg hochführt. Hier ist unser Leuchtfeuer und hier hinter diesem Felsen der vorhin erwähnte Oger, den ihr jetzt noch gar nicht seht. Aber wenn wir uns hier mal in die Hocke begeben und mal um den Felsen herumschleichen. Seht ihr? Wie gehen wir ihn an? Am besten von der anderen Seite. Und hoffen, dass er uns nicht entdeckt. Das ist keine 100% Chance.
Es kommt immer mal wieder vor, dass er euch trotzdem entdeckt, wenn ihr euch hier anschleicht. So wie mir jetzt. Deswegen müssen wir ihn wohl klassisch bekämpfen. Schade. Weicht mal ein bisschen zurück, denn weiter oben ist noch ein weiterer Ogre. Deswegen kämpft lieber hier unten Richtung Leuchtfeuer gegen ihn. Mit der Taktik, wie man sie schon kennt. Zum Beispiel, ich habe keine Feuerembleme mehr. Geisterembleme, schade. Da kommen sie schon runter. Die anderen beiden. Mittlerweile haben wir eine ganz gute Taktik entwickelt gegen diese Burschen. Und schauen uns nun an, wer da jetzt den Berg runtergekommen ist. Wie gesagt, ein Ogre, der ein neuer Ogre-Typ ist, denn er trägt einen riesen Schild vor sich her, mit dem er sehr ordentlich schubst und dabei ordentlich Schaden austeilt. Den müsst ihr unbedingt in getarntem Zustand platt machen. Oder ihr müsst viel Glück haben beim Einsatz eurer Axt, wenn er auf euch zustimmt und ihr im richtigen Moment trefft. Weil den Typen im offenen Kampf anzugreifen und da herauszufordern, dass ihr sein Schild zerstört im Kampf, das ist wirklich ziemlich schwer. Also bitte versucht es auf die getarnte Taktik. Und jetzt seht ihr mal, wie das aussieht, wenn diese Typen ihre Flugbomben schmeißen. Da ist nämlich noch einer hier oben auf diesem Vorsprung. Na komm, werf mal so ein Ding. Zeig's mal. Er traut sich nicht. Das ist echt Show-Effekt, ne? Aber so groß und wuchtig die Explosion wirkt, sie ist wirklich nicht sehr fatal. Also da gibt's Sachen, weit mehr Sachen hier in diesem Spiel, die ordentlich viel mehr Schaden ausrichten. So, dann schwingt euch hier mal auf das Dach und auf diesen Baumstamm. Oder lasst euch entdecken, so wie ich jetzt gerade. Wie ein richtiger Anfänger-Ninja. Aber das ist kein Problem, das ist nämlich nur ein Brandbombenmönch und ein klassischer Nahkampfmönch. Der gerade versucht hat, mich zu werfen. So, bevor es die Treppe raufgeht, erstmal um die Treppe herum. Noch dieses versteckte Item einsammeln. Ungos Konfekt für mehr Verteidigung. Und dann hier kurz an diesem Eck warten. An die Wand drücken funktioniert hier übrigens nicht. Also hier kann man keinen Todesstoß ausführen. Ich habe es schon so oft probiert. Deswegen ganz klassisch. Und jetzt kurz vorm Ende des Gebiets wartet nochmal eine fiese Herausforderung. Da vorne sind wieder zwei und jetzt kommt der dritte ums Eck. Von diesen sehr gut getarnten Doppelsäbel-Sensen-Typen, die wir schon im unteren Teil des Senpo-Tempels getroffen haben und die brandgefährlich sind. Einer allein schon. Und hier sind sie zu dritt. Okay, das machen wir ganz klug. Nehmen wieder ein Garchins Konfekt. Und machen erstmal einen klitzekleinen Bogen um sie, denn dafür bieten sich diese Greifhaken hier wunderbar an. Ab in die Hocke. Und dann warten wir, bis Nummer 3 wieder zurückläuft. Suchen uns einen von den beiden aus. Ninjutsu aktivieren. Unsichtbar machen. Hinterrücks-Todesattacke 2. Und ganz schnell hinter Nummer 3 herlaufen, bevor er umdreht und wieder zurückkommt. Und zack. Voller Geldbeutel. 1000 Zen. Super Fund. Wir brauchen in nächster Zeit viel, viel Geld. Wir bekommen jede Menge Gokans-Konfekt von den Burschen. Und öffne diese Tür, denn ihr seht schon, dahinter wartet das rettende Leuchtfeuer oder die Buddha-Statue. Ihr könnt sie, wenn sie wollt, schon mal aktivieren. Ich werde allerdings jetzt erstmal umdrehen und noch einen kleinen Seitenbereich euch zeigen. Aktiviert sie oder aktiviert sie nicht, auf jeden Fall solltet ihr nicht dran rasten, denn sonst sind diese drei Burschen hier wieder da. Denn hier ums Gebäude rum führt der Weg in dieses kleine Tempelanwesen. Das ist der Hintereingang in das Gebäude, das machen wir gleich. Aber erst einmal hier die Treppe runter in eine sehr, sehr interessante Höhle, wo wir einen extrem wichtigen Fund machen werden.
Hier sind weitere von diesen Tausendfüßler-Viechern. Nach wie vor einfach draufspringen, Todesattacke und fertig. Am besten noch bevor sie auf euch aufmerksam geworden sind, denn sonst fangen sie gleich an, über diese Brandbomben zu schmeißen, die auch sehr schnell viel Schaden verursachen. So, wenn ihr euch jetzt hier runterfallen lasst, keine Sorge, das ist nicht tief, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder geradeaus, dann würdet ihr allerdings sofort wieder zum Ausgang der Höhle zurückkommen, oder ihr dreht um und entdeckt hier, dass es hier auch weitergeht, indem ihr in die Hocke geht und mal hier ein bisschen Höhlenforscher spielt. Hier gibt es einen Amiibo-Ballon des Geistes, von denen haben wir jetzt echt jede Menge gesammelt, für das, dass wir sie nie einsetzen werden. Hochklettern. Achtung, weitere von diesen Krabbelfiechern. Nicht zu knapp, gleich drei Stück auf einen Haufen. Weiter hoch. Jetzt heilen wir uns mal nur zur Sicherheit. Und kommen hier raus und sind endlich ganz oben angekommen. Berggipfel und diese fünfstöckige Pagode. Jetzt werdet ihr vielleicht Angst bekommen. Wir erinnern uns an die dreistöckige Pagode im Hirata-Anwesen, wo dieser Purple Ninja gewartet hat. Nein, hier oben ist alles safe. Alles safe. Kein einziger Gegner wartet hier, der dieses tolle Item bewacht, das hier drin liegt. Ganz super Fund. Aber erst einmal Kügelchen einsammeln, da drüben ein paar Geisterembleme. Und diese beiden Giftechsen machen wir auch noch platt. Vergiften uns vielleicht noch, genau. Und öffne die Tür. Ich mach's ganz besonders spannend. Denn wer hätte es gedacht? Wir finden einen weiteren Esoterik-Text. Zur Erinnerung, das ist ein Fertigkeitenbaum. Wir haben schon drei Stück, das ist jetzt der vierte. Ein Buch, das Erlernen von Fähigkeiten des Senpo-Stils ermöglicht. Die Jünger des Senpo-Tempels meisterten im Streben nach Tugend die Kampfkünste. Unabdingbar sind die eigenen Fäuste und strenge Disziplin, um die Feinde Buddhas zu besiegen. Sie wurden jedoch von einer Besessenheit für die Unsterblichkeit ergriffen, die seine Lehren als auch seinen Stil unkenntlich machten. Heißt, wir haben jetzt weitere Möglichkeiten, vielseitige Möglichkeiten, unsere Fertigkeitenpunkte zu investieren in neue aktive und passive Talente. Eine super Sache. Das können wir uns allerdings erst anschauen, wenn wir an einer Buddha-Statue rasten, um die Punkte einzusetzen. Aber bitte nicht vergessen, wir haben immer noch die latente Fähigkeit für unsere Todesstoß-Regeneration. Die hat Priorität Nummer 1. Ich kann allerdings verraten, dieser Esoterik-Text war nicht der letzte. Wir haben noch einen fünften und letzten zu finden. Viel, viel zu lernen wir noch haben. Also wieder alles zurück hier. Höhlenforscher retour. Manchmal wünschte ich mir, wenn Sekiro eine Fackel hätte, aber nun ja, man kann nicht alles haben. Das war der letzte hier in dieser Höhle. Und nun geht's hier rechts die Treppe rauf und wieder raus aus diesem Loch. So, nun können wir hier das Gebäude entweder durch das Haupttor oder hier durch diese Seitentür betreten. Und Achtung, hier wimmelt's von diesen Viechern, die hier im Eck sitzen und ihre Tausendfüßlerarme ausstrecken, wenn ihr euch ihnen nähert, und die wir noch nicht bezwingen können, weil wir die Klinge noch nicht haben. Aber bisweilen bewachen sie das eine oder andere nicht ganz unwichtige Item. Wir können sie allerdings relativ gefahrlos einsammeln, wenn wir einfach uns beeilen. Kügelchen. Und dann sofort wieder abhauen. Ich kann es euch ja mal zeigen. Es passiert zwar, dass wir sie umhauen durch einen Todesstoß, aber sie bleiben nicht tot. Sie wachen gleich wieder auf. Weil wir einfach die unsterbliche Klinge noch nicht haben. Na, genau. Es braucht ein bisschen, dann wachen sie wieder auf. Es hat keinen Sinn. Ist nur zu gefährlich. Und hier kriegen wir noch ein Konfekt mit. Das blaue für mehr Verteidigung. Und hier hinten rum noch zwei letzte Items. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft.
Fettwachsklumpen, Upgrade-Material, ganz, ganz toll. Dann schwingt euch hier hoch. Wir drehen uns um und finden an dieser riesigen Buddha-Statue das letzte Item. Und kein gar nicht so schlechtes. Das zu finden, zu bekommen ist allerdings echt knifflig, weil der Sprung irgendwie ein bisschen tricky ist. Man rutscht sehr häufig ab. Wie ihr seht, macht keinen Spaß. Aber die Mühe ist es wert. Versprochen. Machen wir mal einen Doppelsprung. Werdet ihr jetzt denken, oh, stellt sich der Daniel an. Aber es ist tatsächlich echt ein bisschen umständlich, hier hochzukommen. Und wir bekommen einen Tropfen Drachenblut, um Drachenfäule zu heilen. So, bevor wir jetzt... Ihr solltet auf keinen Fall, vielleicht habe ich es zu spät gesagt, wenn ihr hier reinkommt, auf keinen Fall zu diesem Altar gehen und hier dieses Item untersuchen. Sondern erst alles andere abgrasen, was hier so ist. Denn wenn ihr dieses Item berührt, aktiviert ihr den Bosskampf. Ich hätte es vielleicht wirklich früher sagen sollen. Denn zuallererst schauen wir uns jetzt mal eben die Talente an, die wir jetzt neu lernen können. Wir gehen zu den Fähigkeiten und nehmen jetzt als allererstes mal die 5 Punkte, die wir haben, in die Hand und lernen Hauch des Lebens Licht. Stellt nach jedem... Welcher Gegner hat mich jetzt gesehen? Komisch. Stellt nach jedem Todesstoß Leben wieder her. Eine super wichtige Fertigkeit. Jetzt haben wir noch 2 übrig und können uns jetzt mal hier... Was ist denn... Irgendjemand schmeißt... Ach, die Grillen sind das. Die deaktivieren immer mein Leuchtfeuer. Das gibt's doch nicht. Haut ab. Ich will hier was erklären. Lasst mich bitte. Danke, Ungeziefer. Hier sind die Tempelkünste der Mönche. Das ist kein allzu großer Baum. Das ist nicht wahr. Wahnsinn. Tut mir leid, Jungs und Mädels. Ich hoffe, das war's jetzt so. Hier könnt ihr weitere aktive und passive Talente erlernen. Das sind tatsächlich Martial Arts Taktiken. Ohne Schwert, sondern mit Fäusten und mit Füßen könnt ihr ihr schlagen. Und die passiven Talente, wir werden sie uns später im Spielverlauf noch anschauen. Diese beiden hier zum Beispiel sind dazu da, dass ihr noch mehr Geld farmen könnt von Gegnern. Und allerdings ist es ein Baum, der mir selbst persönlich nicht so liegt, weil ich lieber mit meinem Schwert arbeite als mit Fäusten. Aber das sind tatsächlich coole, coole Taktiken, die einen ganz anderen Kampfstil ermöglichen und ziemlich viel Spaß machen. Kann ich jetzt meine 2 Punkte vielleicht noch irgendwo investieren? Hier vielleicht gewährt die latente Fähigkeit Hauch der Natur. Licht stellt nach jedem erfolgreichen Todesschlag Haltung wieder her. Also ich sammle nicht nur Leben, sondern kriege auch Haltung zurück. Interessanter Punkt. Reduziert den Schaden für die Haltung, wenn ein Schwert mit, Feind mit dem Schwert angreift. Das ist vielleicht viel interessanter, weil wir bekommen es oft mit sehr vielen schwertschwingenden Gegnern zu tun. Und wenn wir da blocken oder falsch parieren, bauen wir natürlich Haltung auf und würden es damit deutlich reduzieren. Also das wäre jetzt, glaube ich, das nächste Talent unserer Wahl. Da fehlt uns noch ein Punkt. Machen wir dann nach dem Bosskampf. Der wartet, wie gesagt, hinter diesem Altar, wenn ihr dieses Item berührt. Diesen Bosskampf gehen wir dann in der nächsten Episode an. Es ist ein ganz besonderer Bosskampf. Es ist nämlich einer, der keine Muskeln und keine Geschicklichkeit verlangen, sondern Hirn und ein bisschen Taktik. Mehr will ich nicht verraten. Es ist wirklich ein ganz spezieller Kampf. Das war's mit dieser Episode des Einsteigerguides von Sekiro. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und wünsche euch viel Erfolg beim Nachspielen. Sagt Dankeschön und bis zum nächsten Mal im Einsteigerguide von Sekiro. Bis zum nächsten Mal. Bye bye und macht's gut.